Liebe Leute, seid gegrüßt und seid willkommen zu meinem Videoblog Teil 127. Mensch, ich bin gestern fast gestorben beim Fernsehgucken. Ey, Frauen-WM-Endspiel zwischen Japan und den USA. Das war ein Krimi, das war einfach nur geil. Aber das Ende, naja, ich war ja, wenn ich ehrlich bin, für die USA. Hope Solo, ich finde die eine richtig geile Torfrau. Und ja, und da die Japanerinnen uns Deutsche rausgeworfen haben, da war ich natürlich nicht für die Japanerin. Ich war für die USA, aber die USA, die hat es total verkackt. Ne? Die haben Chancen ohne Ende gehabt. Und wenn man vorne seine Chancen nicht reinmacht, dann wird man hinten bestraft. Ja, am Schluss ist die USA ein fairer Verlierer gewesen. Wir waren ein gutes Gastgeberland für die Frauenweltmeisterschaft. Und naja, es ist viel passiert in Japan in den letzten Monaten. Der schwere Tsunami, das schwere Erdbeben und die tausenden Toten. Es war eine kleine Freude für Japan. Das hat sie mal ein bisschen abgelenkt. Und ja, Julian Petzl, du hast recht. Es ist so, du warst für Japan, weil das alles passiert ist. Ich habe mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen und du hast wirklich recht. Aber ich war trotzdem für die USA. Ja, wenn man vorne also seine Chancen nicht reinmacht, dann wird man hinten dafür bestraft. Lieber Pascal, ich hoffe, dass dir es nicht so ergangen ist in den letzten Wochen und Monaten. Pascal Panda, du spielst bei meinem Lieblingsverein, bei der TSG 1899 Hoffenheim. Du bist, glaube ich, in der U16 oder U17, irgendwo da, schwirrst du rum. Und dein Freund, der Christoph Hensler, ihr beide habt euch was von mir gewünscht. Ich habe nichts mehr von euch gehört, ihr wolltet ja eigentlich mal im Videoblog erscheinen. Aber, Jungs, das können wir nachholen. Das machen wir auf alle Fälle. Ich möchte einmal einen richtigen Spieler von 1899 Hoffenheim in meinem Videoblog zu Gast haben. Also, Pascal Panda, sei gegrüßt und spiel weiter guten Fußball und ich hoffe, dass man dich irgendwann mal in der Bundesliga sieht. Ja, Hoffenheim hat ja ganz viel Nachwuchs, aber ist halt noch jung und bis Bundesliga, da braucht es noch ein bisschen Erfahrung, aber ich glaube, dass du deinen Weg machst und dass du irgendwann, dass man dich in der Bundesliga spielen sieht, bei meinem Lieblingsverein. Ja, Pascal Panda und Christoph Hensler, ihr beide, ich singe euch jetzt einfach mal ein deutsches, kleines, feines Lied. Denn was wären wir ohne die Fantasie? In unserer Fantasie spielt sich so viel ab und jeder hat Fantasie. Und die, die keine Fantasie haben, die sind echt nicht zu beneiden. Weil man braucht Fantasie. Man braucht Fantasie, um glücklich sein zu können. Und das ist alles nur in meinem Kopf. Und das ist alles nur in eurem Kopf. Lieber Pascal, lieber Christoph, alles nur in meinem Kopf von Andreas Burani. Diesen Song singe ich euch heute. Und ich hoffe, ihr habt ganz viel Fantasie. Ich kann in 3 Sekunden die Welt erobern, den Himmel stürmen und in mir wohnen. In 2 Sekunden Frieden stiften, Liebe machen und Feind vergiften. In 1 Sekunde Schlösser bauen, 2 Tage einziehen und alles kaputt hauen. Alles Geld der Welt verbrennen und heute die Zukunft kennen. Und das ist alles nur in meinem Kopf. Und das ist alles nur in meinem Kopf. Ich wäre gern länger dort geblieben. Doch die Gedanken kommen und fliegen. Alles nur in meinem Kopf. Und das ist alles nur in meinem Kopf. Wir sind für 2 Sekunden Ewigkeit unsichtbar, ich stopp die Zeit. Kann in Sekunden fliegen lernen, ich weiß, wie es sein kann, nie zu sterben.
die Welt durch deine Augen sehen. Augen zu und durch Wände gehen. Und das ist alles nur in meinem Kopf. Und das ist alles nur in meinem Kopf. Ich wär gern länger dort geblieben. Doch die Gedanken kommen und fliegen. Alles nur in meinem Kopf. Und das ist alles nur in meinem Kopf. Und du bist wie ich, ich bin wie du. Wir alle sind aus Fantasie. Oh, 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 wir sind aus Staub und Fantasie. Oh, 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 wir sind aus Staub und Fantasie. Das ist alles nur in meinem Kopf. Das ist alles nur in meinem Kopf. Das ist alles nur in meinem Kopf. Und das ist alles nur in meinem Kopf. Ich wär gern länger dort geblieben. Doch die Gedanken kommen und fliegen. Alles nur in meinem Kopf. Und das ist alles nur in meinem Kopf. Alles nur in meinem Kopf. In meinem Kopf. Ich wär gern länger dort geblieben. Doch die Gedanken kommen und fliegen. Oh, 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 oh. Nur in meinem Kopf. Ja, ich hoffe, dass ihr ganz viel Fantasie habt, zu was auch immer. Fantasien gehen in jedem Menschen im Kopf rum. Und manchmal kann man diese Fantasien auch ausleben, ne? Aber ins Detail gehen wir jetzt nicht. Ja, Fantasie ist was Schönes. Fantasie braucht man. Und jedes Kind hat schon ganz viel Fantasie. Und je älter man wird, desto weniger... desto mehr verlernt man diese Fantasie, aber man soll sich die Fantasie immer bewahren, denn das ist was ganz Gutes. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen, coolen, geilen Tag. Macht's gut, bis zu meinem nächsten Videoblog. Das ist dann die Nummer 128. Das war die 127 und Japan ist Weltmeister. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Und ich freue mich schon wieder auf die Bundesliga, die in ein paar Wochen anfängt. Ich kann es gar nicht erwarten, mir kribbelt's schon überall. Endlich wieder im Stadion zu stehen und meiner Mannschaft 1899 Hoffenheim die Daumen zu drücken. Und lieber Pascal, ich will dich mal sehen im Stadion und hier bei meinen Videoblogs. Und Christoph, nochmal dir ganz viele liebe Grüße. Macht's gut, ihr beiden, und macht's gut, alle anderen. Bis zu meinem nächsten Videoblog. Euer Rainer. Ciao.